Freundschaft. Ach, Prost. Wer kriegt denn die Keule? Prost. Und auf deine Kunst. Prost. Was? Auf die Kunst. Ja. Peterle, komm, die Gans wartet. Haben Sie denn angewartet, Tante Rose, wenn du sie gerufen hast? Wer denn? Die Gans. Ja, köstlich. Köstlich. Das ist wie bei der seligen Großmutter, als die Gänse noch Gänse waren. Weil sie eben überall rumwatschen konnten. Wo sie fressen konnten, was sie wollten. Ja, ja. Wie ist sie denn nun, Tante Rose? Wer? Die Großmutter? Müsste mal dein Papa freuen. Die selige Oma pflegte immer zu sagen, Essen ist die Erotik des Alters. Aber dann frage ich euch, sind wir schon so weit? Hm? Ach, Ludwig, du nur wieder. Nee, ich frage jetzt, wie heißt die denn wirklich die Gans? Peterle, magst du vielleicht das Beste nicht? Wenn ich nicht mehr den Namen weiß. Die Gans, Peterle, die Gans, die hatte keinen Namen. Pferde haben Namen. Ochsen, Kühe, Schweine auch. Auch Gänse. Nee. Und warum nicht, Onkel Hans? Weißt du, Peterle, das ist so. Gänse sterben einfach früher. Und deshalb. Aber ich hab doch auch schon einen Namen. Peterle, du isst jetzt eine Gänse, haut der Tante mal! Immer muss ich das Beste essen! Bist du noch ein Kind? Alles Weihnachtsgänse. Hm? Erste Qualität. Mecklenburger Zucht, direkt aus Bitzow. Mhm. Die täten Plattdeutsch reden, wenn sie reden könnten. Kann ja keine Mastfabrik bieten. Sowas ist nur mit Geld zu bezahlen. Suchst du was bestimmt? Nö. Hm? So direkt, ne. Das ist für uns, Onkel Hans. Na, warum, ne? Na, komm mal her, du. Willst du gleich mitnehmen, Peterle? Ne? Ich hab es satt, hab es satt. Wir sind in der Stadt, in der Stadt. Die spricht ja. Quatsch. Ich hab es satt, hab es satt. Wir sind in der Stadt, wir sind in der Stadt. Hör doch mal. Quatsch. Das sind nur Laute, das klingt nur so. An mir ist auch so, als hätte sie ihr seid. In der Stadt, in der Stadt. Also Hans, mach mal einen Punkt. Wenn Peterle sowas fantasiert, na schön, ein Jutauer, du ein erwachsener Mann, ein Bauer. Und außerdem, was soll ich mit dir zu Hause? 6 Wochen vor Weihnachten. Die riechen Jacken bei euch. Für den Auslauf, für Liebe. Bitte, Papa, lieber Papa, ich werde auch jeden Tag mit dir rausgehen. Das musst du auch, da wird sie gut geraten. Mit Viechern musst du reden, Peterle. Ja, aber Geld nehme ich nicht dafür. Da. Echt Stonewash. Was? Original Stonewash. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ja, deine Beine sind alle schön erwunden. Du, das ist ein ausgesprochen schönes Trikot. Hast du Krampfadern? Wieso? Wegen der Tarnung. Was für eine Tarnung? Ja, ja. Wenn ich da nicht vor Jahren meine Hosen geschenkt hätte, wärst du nicht einmal konfirmiert worden. Ja, weil du dir nicht mehr gepasst hast, ein Dicker, verlierst das nicht. Ja, aber dafür passen mir deine halt. Wie angegossen.